Jahren, meine Damen und Herren, ist ja bei den Deutschen immer noch sehr in Mode, auch wenn es auf traditionelle Sparbücher nicht mehr allzu viel gibt. Aber man kann ja auch intelligenter sparen, zum Beispiel mit Sparplänen auf Aktien oder besser sogar auf Aktienindizes. Herzlich willkommen zu Gewinnen mit ETFs, dem Forum der Experten. Und beim Thema Index liegt natürlich sofort der ETF nahe, der Indexfonds, Sparpläne mit ETFs, und darüber sprechen wir heute. Dazu begrüße ich Dominik Riedl, er ist Gründer und Geschäftsführer von Just ETF, einem Internetportal, das Dienstleistungen rund um die ETF-Anlage bietet. Und weiter geht's mit Thomas Meyer zu Drewer, er leitet das ETF-Geschäft der Commerzbank unter der Marke Comstage. Also es gibt immer mehr Sparpläne im Angebot. Herr Riedl, Sie haben den besten Überblick, wo findet man die und was sind da sozusagen die besonderen Merkmale? Ja, das ist korrekt, Herr Jönemann. Die Online-Broker stocken in den letzten Wochen, letzten Monaten sehr stark ihr ETF-Sparplanangebot auf. Dort kann man bereits Aktien, Indizes ab 25 Euro besparen, aber auch Renten- und Rohstoff-ETFs kann man heute schon besparen. Mhm. Es ist ja für einen ETF-Anbieter wichtig, dass eben auch Sparpläne mit ihren Produkten dann an den Mann kommen. Wie machen Sie das, damit also Ihre Sparpläne oder damit die Sparpläne mit Ihren Fonds dann auch laufen? Ja, wir machen das mit vielfältigen Aktionen und verbuchen das auch unter Financial Education, was immer ein großes Thema ist, also finanzielle Weiterbildung. Dafür gibt es ja kaum eine Übersetzung. Das heißt natürlich auch, dass wir ermöglichen, dass solche Sparpläne schon zu sehr günstigen Konditionen tatsächlich eröffnet werden können, weil wir glauben, dass es vor allen Dingen für den Privatanleger langfristig eine sehr gute Anlagemöglichkeit ist, um ein Vermögen aufzubauen. Und wie der Herr Riedl gerade schon gesagt hat, dass eben nicht nur Aktien, sondern eben auch über andere Assets Klassen hinweg. Ja, das müssen wir noch mal ein bisschen genauer jetzt ausführen. Also was bieten Sparpläne? Man kann ja auch mit ganzen Portfolien sich zusammenstellen. Also was spricht für Sparpläne, Herr Riedl? Die Flexibilität, ganz klar. Ich kann mit sehr kleinen Beträgen sehr breit gestreut investieren. Zum Beispiel bei dem MSCI World in 1600 Unternehmen mit 25 Euro. Ich kann also Bruchstücke erwerben, muss keine ganzen Anteile erwerben. Das ermöglicht eben auch mit kleinen Beiträgen zu sparen. Ich kann den Sparplan jederzeit stoppen und jederzeit starten. Und gerade bei Online-Brokern habe ich ein kostenfreies Depot und durch Aktionen, wie Herr Meyer zu Drewer gerade genannt hat, auch oft die Kaufgebühren reduziert auf 0 Euro. Und da gibt es wirklich nichts, was an das Preis-Leistungs-Verhältnis heute ranreicht. Und man spart diszipliniert. Auch das kann ja ein Vorteil sein, Herr Meyer zu Drewer. Ja, auf jeden Fall. Denn das ist ja das Problem auch für viele Anleger. Wenn ich nicht sofort etwas zur Seite lege, dann gebe ich es lieber aus. Das muss man ganz klar so sagen. Dazu gibt es genug Statistiken. Ich würde das gerne noch etwas ergänzen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, auch der große Vorteil von Sparplänen ist, dass ich das jetzt nicht unbedingt monatlich tun muss, sondern zum Beispiel, dass ich das auch dreimonatlich, also vierteljährlich auch tun kann. Und damit habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ein breites Portfolio aufbauen kann, obwohl ich vielleicht momentan nur 100 oder 200 Euro investieren kann und das eben auf verschiedene ETFs, auf verschiedene Indizes verteile. Ja, ja, also wenn man das monatlich macht oder dreimonatlich, gibt es da einen Unterschied? Das ist natürlich die Frage auch immer der Kondition, denn es findet ja eigentlich bei so einem Sparplan immer auch ein Kauf statt und da fallen ja Gebühren an für den Kauf an der Börse beispielsweise. Wie ist das genau geregelt? Ja, also bei den Online-Brokern starten die Standardkonditionen in der Regel bei 1,5% von der Sparrate, die an Gebühren anfallen. Aber hier muss man auch unterscheiden von Online-Broker zu Online-Broker. Es gibt verschiedene Mindestbeträge, die man sparen muss. Es gibt verschiedene Maximalbeträge. Es gibt auch feste Gebühren bei verschiedenen Online-Brokern. Also da ist es schon sehr wichtig zu vergleichen, die einzelnen Angebote der Online-Broker, gerade auch die Aktion sollte man mit reinnehmen, denn Online-Broker, die hohe Standardgebühren haben, haben in der Regel auch ein sehr ausgeweitetes Aktionsangebot, wo man trotzdem dann sehr günstig sparen kann. Also hier gilt wirklich, vergleichen ist das Gebot der Stunde. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, die Sie schon angesprochen haben, soll ich dann monatlich was ansparen oder lieber vierteljährlich und dann eine größere Summe und vielleicht eben halt auch ein bisschen anders verteilen? Was meinen Sie?
Ich glaube, es hängt wirklich ein bisschen davon ab, welche Risikotragfähigkeit ich habe. Der Riedl hat eben darauf hingewiesen, dann würde ich einen sehr breiten Index nehmen. Nehmen wir mal den MSCI World. Das ist ein sehr guter Anfangspunkt, sehr guter Startinstrument. Und dann kann ich das natürlich verfeinern. Und da kommen wir ganz entscheidend natürlich zu dem Thema Market Timing. Ich umgehe auch den Zwang, Market Timing zu betreiben, indem ich einfach diszipliniert sage, an jedem ersten wird in einen Sparplan investiert. Und es gibt meiner Kenntnis nach keine einzige Untersuchung, die zeigt, dass wenn ich das über Tage variiere, zum Schluss über lange Zeiträume wirklich besser abschneide. Es ist, glaube ich, entscheidender zu sagen, ich tue es jetzt. Da kommt dann der sogenannte Cost-Average-Effekt langfristig ins Spiel. Und den schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an. Wir haben den DAX hier und zwar haben wir ihn über 10 Jahre. Und da ist ja einiges passiert, das kann man schon so sagen, wie uns die Grafik gleich zeigt. So, Herr Riedl, also wenn ich jetzt mit dem Cost-Average-Effekt rangehe, erstens genau, was ist das und wie wirkt es sich aus? Ja, also der Cost-Average-Effekt ist ganz simpel gesprochen. Ich spare monatlich immer den gleichen Betrag, zum Beispiel 100 Euro, bekomme eben in manchen Marktphasen mehr Anteile dafür, gerade wenn Kurse fallen, in Marktphasen, wo sie steigen, bekomme ich weniger Anteile. Das heißt, langfristig spare ich zu einem Durchschnittskurs und gerade bei volatilen Märkten, wie wir das gerade beim DAX gesehen haben über die letzten 10 Jahre, kann das sehr vorteilhaft sein, über diesen Cost-Average-Effekt mehr Rendite zu generieren als im Vergleich zu einer Einmalanlage in der gleichen Zeitperiode. Mhm. Anders ausgedrückt, ja. Ich tanke immer nur für 20 Euro. Es ärgert mich trotzdem, wenn der Preis steigt. Aber 20 Euro gebe ich aus, gebe ich regelmäßig aus. Und mein Tank ist halt voll für 20 Euro. Nur mal ist mehr drin, mal ist weniger drin. Mhm. Gut, dann tanken wir mal ein bisschen weiter mit Sparplänen. Ist eigentlich jeder ETF für einen Sparplan geeignet? Also es gibt möglicherweise für jeden ETF einen Sparplan, aber ist der denn eigentlich auch für den Anleger geeignet? Ja, also es gibt eine sehr große Anzahl von sparplanfähigen ETFs, aber das variiert auch vom Online-Broker zu Online-Broker. Grundsätzlich gilt bei der ETF-Auswahl auch hier, wie bei der Einmalanlage das auch der Fall ist, man sollte sich wirklich an breit diversifizierten ETFs orientieren. Das sind Regionen-ETFs oder auch weltweit investierende ETFs. MSCI World, MSCI Emerging Markets sind da zum Beispiel Beispiele, die bei fast jedem Online-Broker besparbar sind und sich auch sehr gut eignen. Ich kann natürlich auch was Risikoreicheres nehmen, Herr Meister Dreber. Dann muss ich allerdings doch ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, nicht alles auf diesen Sparplan setzen. Also ich würde das jetzt niemandem empfehlen, der vielleicht nur 25 oder 50 Euro hat. Das muss man auch ganz klar dem Anleger sagen und demjenigen, der einen Sparplan einrichtet. Aber in der Regel wird es ja über das Leben auch etwas mehr, was ich sparen will, was ich sparen kann. Und dann kann man natürlich auch mit Sparplänen die sogenannte Core-Satellite-Strategie betreiben, indem ich eben sage, unser Beispiel vorhin, MSCI World, dann mische ich bei MSCI Emerging Markets und dann komme ich irgendwann zu 6 bis 10 ETFs, was wir ja schon in einer anderen Sendung besprochen haben. Das ist das Optimale in der Regel für die meisten langfrist denkenden Anleger. Natürlich muss ich mir immer dabei vor einem bewusst sein, auch das, ob es ein Sparplan ist oder nicht, ist immer mit einem Risiko verbunden und das ist das Marktrisiko. Gut, aber über lange Zeit soll sich das ja ganz schön nivellieren. So, jetzt muss ich auswählen. Das ist nicht so ganz einfach. Und Sie bieten jetzt auf Ihrer Seite einen Sparplanvergleich. Welche Informationen finde ich da und worauf kommt es dann an? Ja, was wir geschaffen haben, ist der erste Preisvergleich für Sparpläne am Markt. Wir haben also alle sparplanfähigen ETFs der Online-Broker zusammengetragen, die Aktionsangebote zusammengetragen und kann bei uns in einem Strategieplaner sein ETF-Sparplanportfolio bauen. Das geht nach dem Baukastenprinzip. Ich kann hier Aktienstrategien wählen, die mit Rentenstrategien kombinieren oder auch Rohstoffe noch hinzunehmen. Und das mache ich auf Index- und Investmentfokus-Ebene. Danach generiert das System dann alle Online-Angebote bei den verschiedenen Online-Brokern und ich sehe im Vergleich, wie diese zusammengesetzt sind und was diese auch kosten und kann mir dann das beste Angebot auswählen. Dann mache ich das doch so wie im Supermarkt. Ich gucke immer, wo sind gerade die Angebote und die kaufe ich dann. Ich habe ja gehört, die Sparpläne kann ich jederzeit nicht mehr besparen, also stilllegen. Und dann gucke ich immer, wo sind die besten Angebote. Ist das etwas, was Ihnen gefällt?
Naja, sagen wir es mal so. Ob ich es dem Privatanleger raten kann, ist die eine Frage. Persönlich würde ich es nicht tun. Ich würde es für meine Kinder nicht tun. Ich würde einmal mit der Hilfe des Instruments von dem Herrn Riedel, Just ETF, für mich das richtige Portfolio auswählen. Mhm. Ja. Aber natürlich ist es eine Möglichkeit, ist es auch eine legitime Möglichkeit. Man verliert zum Schluss sicherlich die Übersicht. Das ist ähnlich, als wenn Sie sagen, in MSCI World will ich mit Einzelaktien ab und zum Schluss haben Sie 892 Aktien. Zum Empfehlen ist es nicht unbedingt, aber es ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Also, jetzt fassen wir nochmal alles zusammen. Wir haben nämlich eine Checkliste zum Schluss vorbereitet, mit der wir jetzt nochmal abklären, wie man am besten vorgehen soll. Herr Riedel, also, Sie hatten es ja schon öfters gesagt, breite Indizes bevorzugen. Genau, also man sollte sich wirklich, wie auch bei der Einmalanlage, an breiten Marktindizes orientieren. Gerade als Kleinsparer ist es wichtig, dass man hier breit streut. Man sollte die Kostenvorteile nutzen. Man sollte schauen, welche Banken bieten kostenlose Depots an, die ich nutzen kann. Welche Aktionsangebote kann ich am Markt nutzen, um hier wirklich den Einkauf so günstig wie möglich zu gestalten. Und dann natürlich, wie Herr Meyer zu Trever schon gesagt hat, darauf achten, wie hoch muss meine Sparrate sein, damit ich auch das beste Angebot für meine Strategie bekomme. Das heißt, vielleicht muss ich quartalsweise sparen anstatt monatlich, um da besser zu fahren. Und neben dem Sparplan kann man auch immer noch in Marktschwächen extra Einzahlungen vornehmen in seine Strategie, um damit den Durchschnittspreis, den Cost-Average-Effekt noch ein bisschen zu verstärken. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also ganz klar, Sparpläne lohnen sich vor allen Dingen für wankelmütige Anleger, weil sie diszipliniert sparen und so baut sich nach und nach dann ein Vermögen auf. Und es gibt, wie wir gehört haben, eben auch günstige Angebote, auf die man schauen muss und die man sich heraussuchen kann. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.